Ja, moin aus Kiel. Heute eine kurze Radtour, deswegen wird es ein relativ kurzes Video. Aber ich wollte mich einfach noch mal melden. Wo geht's hin? Ich erzähle es gleich. Ja, schöne Aussicht hier auf die Förde. Ich möchte heute einfach nur ganz kurz, also es wird so 2 Stunden dauern wahrscheinlich, zum Leuchtturm Bürg fahren, auf die Ostseeküste gucken, also auf die Ostsee, einmal Richtung Leuchtturm Kiel gucken und dann wieder durch. Ganz einfach, einfache Tour. Ich mache ein paar Aufnahmen, erzähle ein bisschen was, beziehungsweise auch vielleicht auch nicht. Jedenfalls kurze Tour. Es hat jetzt die letzten Tage immer geregnet. Heute soll das den Vormittag zumindest mal ein bisschen trockener sein. Deswegen ganz kurz auch nur, kein Kochen, kein nix, einfach nur fahren und ein bisschen Luft schnappen. Das war's eigentlich. Dann wollen wir mal los. Kleine Planänderung. Eigentlich wollte ich zum Warmwerden über die Holtenauer Hochbrücke fahren, aber Bombenentschärfung heute in Kiel gesperrt. Jedenfalls, die Fähre ist jetzt gerade weg. Jetzt warte ich auf die Fähre und dann geht es drüben weiter. Es ist ja sozusagen ein Rausnehmen der Zeit. Leuchtturm Holtenau wird renoviert. Nach 5,7 Kilometern bin ich dann doch jetzt schon in Holtenau. Ein bisschen länger Wartezeit an der Fähre. Gut. Aber es ist ja ein spannender Tag. Also weiter. Ja, Falkensteiner Strand. Hier war ich ja schon mal letztes Jahr, die letzte Radtour im letzten Jahr. Jetzt fahre ich aber ein bisschen weiter Richtung Schilksee und dann Bürg. Elefant am Strand. Im Sommer eine überfüllte, naja, zumindest
gut besuchte Location. Hier die Segelschule und Surfschule. Aber im Winter, Ende Februar, haben wir den Strand für sich allein. Und den Fahrradweg auch. Das ist das Schöne. Im Hintergrund sieht man schon das Ziel, den Leuchtturm von Böck. Muss man nur jetzt hier Olympiahafen, Schicksee, drumrum, dann bin ich schon da. Bergab, anstrengend. Ja, jetzt geht es hier also an der Steilküste entlang Richtung Böck. Ja, und wenn man nicht aufpasst, fährt man da runter. Also auch Schilksee, der Olympiahafen, erreicht. Ja, keine Boote, ist ja Winter. Der Strand von Strande, kurz vor dem Leuchtturm. Ja, auch hier natürlich nicht so viel los, aber auch sehr schön im Winter. Surfkiosk und dem Surfclub Kiel kurz vor Böck. Jetzt fliege ich also mit Rückenwind Richtung Leuchtturm Böck. Ja, und dann bin ich auch gleich da. So wird es natürlich, wenn ich jetzt Rückenwind habe, habe ich gleich Gegenwind, aber na gut. Jetzt 17,5 Kilometer, also eine schöne Strecke. Frühstücke gleich noch, habe ich ein Brötchen mitgebracht und dann fahre ich wieder zurück. Ja, der Böker Leuchtturm, der hat sogar unten dieser Kiosk hat sogar auf, das wusste ich nicht. Jetzt habe ich meine eigenen Sachen mit, setze mich hier vorne hin auf eine Bank mit Blick auf den Leuchtturm Kiel. Und dann trinke ich da was.
denke ich mal wieder nachher von der Fähre. Wind. Jetzt bin ich schon wieder auf der Kieler Seite vom Kanal. Das ging jetzt ganz schnell. Ich bin aufgefahren, fuhr gleich los. Insofern jetzt nach gut 2 Stunden 20 Fahrzeit bin ich wieder zurück. Jetzt noch nach Hause und dann war es das. Ja, bis zum nächsten Mal bei der Tour von mir. Jetzt muss ich nochmal den Winnetou-Gruß machen. Okay, tschüss. Thank you.